komme gerade vom Aldi Süd. Samstag Nachmittag bis abends haben die da öfters Obst und Gemüse runtergesetzt, weil das übers Wochenende sonst zu reif werden würde, dann würde das nicht mehr gekauft werden oder es würde schimmelig werden. Und das habe ich mir jetzt unter anderem geholt. 4, 8, 11 Kakis kosten 39 Cent. Die Mangos gab es jetzt für 79 Cent statt 1,30 €. Manchmal auch 1,15 € oder 1,20 €. Ja, für 80 Cent finde ich die genial. Momentan kosten Bio-Mangos 3,50 € bis 5 € pro Stück. Und bei der Kaki ist es wirklich so, dass in Bezug auf die. Hier hängt noch ein bisschen Kopfsalat. In Bezug auf die Giftstoffe oder auf die Pestizide ist da in der Kaki nichts in konventioneller Zucht, also laut Greenpeace-Analysen zumindest. In der Mango ist es so leicht bis mittelmäßig, wenn überhaupt. Also ich schmecke es schon ja sehr früh, sage ich mal, wenn etwas pestizidbelastet ist. Das habe ich immer wieder gemerkt aus Erfahrung. Stelle ich jetzt einfach mal so dahin und bei der Mango merke ich es halt nicht viel. Schmeckt halt auch so mittelmäßig dann halt nur, aber für den Preis, weil momentan habe ich wirklich gar kein Geld, also ich habe irgendwas mit 20 € auf dem Konto, sonst gar nichts mehr. Ich habe aber noch einige Sachen zu verkaufen, aber bevor ich jetzt hier ja längeres Fasten mache, da mache ich noch ein anderes Video drüber. Das habe ich erstmal sein gelassen mit dem Fasten, weil ich momentan ja halbtags gearbeitet habe, auch die letzten Wochen. Ich habe sozusagen für meine Eltern gearbeitet, ohne jetzt wirklich viel dafür zu kriegen oder so. Das ist halt für die Eltern, weil die ziehen um und da habe ich etliche Renovierungsarbeiten seit Wochen gemacht. Haus gestrichen, also die von außen, von innen jetzt auch noch Fenster gemacht. Aber darum soll es nicht gehen. Dann habe ich noch 5 Honigmelonen. Da habe ich geguckt, das ist ganz wichtig, dass die halt ein bisschen eindrückbar sind. Und an der Frucht, wie nennt man das denn? Abbruchstelle oder so. Hier, das kann man ganz gut sehen, dass das da auch ein bisschen eindrückbar ist. Moment, geht das hier? Ja, man sieht es nicht so deutlich. Weil die meisten, die da liegen, die sind wirklich unreif. Und die reifen auch fast nicht nach, habe ich gemerkt. Oder eigentlich gar nicht. Ja, doch, manche reifen nach, aber die meisten eigentlich nicht. Ich hatte früher mal vom Türken so ganze Kartons für 80 Cent pro Stück und ungefähr ein Drittel davon konnte man vergessen. Die haben jetzt 1 € gekostet statt 1,60 € oder 1,70 € sogar. Also auch stark runtergesetzt. Und die liebe ich auch sehr. Und die Melonen, allgemein Melonen, sind auch nicht wirklich belastet, konventionell. Wenn man sehr, sehr gereinigt ist, was die allermeisten Menschen nicht sind, dann merkt man es schon, sage ich mal. Aber es ist jetzt besser als irgendwie, also für mich persönlich ist es besser als irgendwie auf Kartoffeln oder andere noch günstigere Sachen, die nicht roh sind, umzusteigen. Da finde ich dann den Aldi wirklich ganz gut, auch von der Fruchtqualität, das ist auch von Greenpeace, also kommt bei den Daten heraus, dass öfters, das habe ich mir mal angeguckt, da steht da jetzt natürlich nicht explizit, um Werbung für Aldi zu machen, aber in den Daten habe ich überwiegend gesehen, ich habe da wirklich von allen Obst- und Gemüsesorten, die ja aufgelistet wurden, sehr viele mir die ganzen Supermärkte angeguckt, da steht es halt auch da drin. Und bei Aldi ist halt die Qualität wirklich am höchsten. Das habe ich auch vom Geschmack her bisher auch herausgeschmeckt. Also hatte ich bisher schon vorher, bevor ich die Daten kannte, schon öfters, also das meiste im Aldi geholt. Und bei den Mangos ist es halt wirklich nicht schlimm, bei den Kakis ist es wirklich nicht schlimm und bei den Honigmelonen auch nicht. Und die waren halt wirklich runtergesetzt. Esse ich auch alles drei extrem gerne. Ich liebe Melonen und Honigmelone. Ich liebe Mangos. Und Kaki sogar noch mehr. Und ja, die sind auch nicht alle so krass überzüchtet, wie zum Beispiel Bananen oder Datteln oder sowas. Also auf Zucker, deswegen finde ich das ganz gut. Und hier habe ich dann noch Kiwis. Gab es nur noch ein. Das sind 6 Stück für insgesamt 1 €, also 15 Cent pro Stück. Das ist auch ziemlich günstig. Weil die in Plastik eingepackt ist, wollte ich aber sonst nicht mehr davon mitnehmen. Genau, und die hier sind auch vorgereift, das ist ganz gut. Da haben die auch einige Früchte, die schon reif sind.
Bei den Kakis muss man noch aufpassen. Es ist halt ein bisschen diffus, der spontane, ich bin gerade nach Hause gekommen vom Einkauf-Vlog. Da muss man aufpassen, die sollten halt wirklich eindrückbar sein. Hier sieht man die Delle jetzt. Ja. Sonst sind die nicht reif und ungefähr 90% oder 85% der Kakis im Supermarkt sind nicht reif. Also hier sind jetzt auch einige noch von einem anderen Supermarkt, von Netto. Ich habe, glaube ich, nur in einer ganzen Kiste drei oder vier gefunden. Im Aldi, die reif waren. Ja, die Kiwis, die sind hier auch vorgereift. Steht dann auch drauf, reif und lecker. Die sind auch wirklich schon weiß, das ist gut. Die Mangos auch und die Avocados auch, die man da kriegt. Die haben jetzt 80 Cent gekostet. Die sind auch alle schön weich. Und das ist die Sorte Hass und die schmeckt mir deutlich besser, aber ist wahrscheinlich eine überzüchtete Sorte oder alle Avocados sind, glaube ich, überzüchtet. Ist ein anderes Thema. Ist egal. Also die Hasstorte, die schmeckt halt wirklich sehr gut. Und die von Netto, das ist die Sorte Ettinger. Und die ist nicht so fettreich und auch nicht so geschmackvoll. Die ist ja wasserreicher insgesamt und ja, schmeckt leichter. Und deswegen esse ich die gerne vom Aldi momentan noch. Ja, das ist mein allgemeiner Fruit Stash sozusagen. Da habe ich jetzt auch von Aldi für 1,60 € Bio-Bananen nur 1 Kilo, weil die nehme ich halt wirklich nur selten, dass ich mir so 2 Bananen in einen grünen Smoothie reinmache. Also so essen tue ich die gar nicht mehr, die Bananen. Da bevorzuge ich wirklich saftige Früchte, sage ich mal. Um auch für den Reinigungseffekt. Und ja, bei Bananen habe ich das Gefühl, die stopfen einfach nur und das ist gut. Und wenn man halt zu viel Hunger hat oder eine zu starke Rückvergiftung oder so. Und da ist ein grüner Smoothie halt immer ganz gut und damit das halt nicht nur noch Spinat oder so schmeckt, dann tue ich da noch so 2 Bananen rein. Ich versuche aber auch, ne, Kakis habe ich versucht, schmeckt mir nicht so im grünen Smoothie. So, Ananas, schön saftige Früchte, da sind die im Netto wirklich besser geschmacklich. Die aus dem Aldi kann man eigentlich ganz vergessen, die Ananas aus dem Aldi. Also die schmeckt wirklich schrecklich. Ja, das sind übrigens Datteltomaten, habe ich probiert, die schmecken gut, aber die sind mir, wie der Name schon sagt, zu süß. Aber mal so für einen Salat oder so ist das ganz okay. Ja, das hier ist aus dem Netto, Lauchzwiebeln und Sultanin. Die esse ich auch sehr selten, vielleicht alle 2 Wochen oder so hole ich mir die mal. Den mache ich einfach mit Kokosraspeln. Ja, das ist eigentlich schon eine Sünde in meinem persönlichen Fall. Für alle anderen ist das natürlich noch extrem gesund. Also ich meine es nicht wegen dem Ungesund, das ist auch immer noch ziemlich sehr mega gesund, sage ich mal so. Je nach Sichtweise, aber dass das halt in Plastik eingepackt ist. Sultanin, sehr, sehr süß, Trockenfrüchte allgemein. Und ja, wahrscheinlich sind die Kokosraspeln nicht mal roh oder so. Also ich weiß nicht, ob die. Ich meine, ich hätte gelesen, sonnengetrocknet, aber ne, steht nichts drauf. Schmecken aber jetzt nicht sonderlich gekocht, sage ich mal. So, vielleicht sind die blanchiert. Das könnte sein. Da mache ich mir aus den beiden Zutaten einfach so ja, Süßigkeiten, halt. Einfach so Kugeln forme ich da dann. Und das ist halt ziemlich günstig, weil so eine Packung kostet 60 Cent für 250 Gramm und die Packung kostet auch 60 Cent. Und da kriegt man ordentlich viel raus, auch kalorienmäßig. Das ist schon richtig krass. Und das mache ich mir vielleicht, oder kaufe ich mir vielleicht mal alle 2 Wochen oder einmal im Monat und kann mir dann mehrere Mal da, wenn ich halt Bock habe, mir halt solche Kugeln machen, damit ich halt nicht stattdessen irgendwie Kochkost oder sowas esse, was mir halt persönlich überhaupt nicht gut tut. Ja. Wie viel ich insgesamt bezahlt habe, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall war. Ach, ich habe hier noch. Ja. habe ich auf dem Bett liegen, habe ich gerade gesehen. Muss ja dann alles zeigen, was ich gekauft habe. Ist wieder nämlich in Plastik eingepackt. Ich sehe das eigentlich gar nicht gerne, aber ist egal. Einfach weiter. Einfach weitermachen. Sind einfach Äpfel. Das ist die einzige Sorte, die ich gefunden habe, die nicht auf süß überzüchtet wurde. Auf süß überzüchtet ist zum Beispiel halt Pink Lady oder Elster,
Ich glaube, Jona Gold und Bräbern auch. Und da war noch eine, die total Gala Royale, genau. Und das ist die einzige, die kannte ich noch nicht mal, obwohl ich mir letztens 30 Opfer dort angeguckt habe. Nikota oder Kanzi. Bio-Äpfel. Die haben jetzt 1,50 € gekostet pro 600 Gramm, sind ungefähr 2,38 € pro Kilo. Aber eigentlich bevorzuge ich halt die regionalen, reif gepflückten Cox Orange Äpfel für 3,50 € pro Kilo. Aber momentan kann ich das aus verschiedenen Gründen nicht bestellen bei dem regionalen Anbieter. Und ich habe halt, wie gesagt, gerade ein bisschen. Und die hier benutze ich halt auch wirklich nur, die esse ich auch nicht so, obwohl das halt saftige Früchte sind. Weil eigentlich sind die, also aus dem Supermarkt sind die halt alle überzüchtet auf Süße. Die nehme ich dann auch zum Süßen. Und zwar, wenn ich einen Karottensaft oder rote Beete-Saft nehme, tue ich da so einen Apfel bei und halt Brennnessel zum Beispiel. Damit der Gemüsesaft halt ein bisschen Süße bekommt. Ja. Eigentlich sind mir die Mangos hier auch schon ein bisschen zu süß, aber es geht noch. Also die Qualität von den ganzen Früchten ist halt dann nur so okay. Am besten, aber die Kakis und die Honigmelonen, muss ich sagen, die sind eigentlich schon besser als okay, aber halt jetzt nicht perfekt oder so. Aber da kann man schon ganz gut über die Runden und ich will jetzt auch nicht länger einfach nur labern. Das war mein Aldi-Haul Nummer 2 oder so. Bis dann.